So, und damit herzlich willkommen hier nun endlich zum Informationsvideo, oder zum ersten Informationsvideo, beziehungsweise auch zum letzten Informationsvideo, was das Minecraft Tower zu Babel Mega Community Projekt angeht. Heute erfahrt ihr alles, wann, wie, wo, was und wie, falls wir das noch nicht hatten. Und quatschen wir gar nicht um den langen Brei herum, sondern fangen die gleich mal an. Der Termin steht jetzt, wie schon vorher gesagt, am 27.12. um 18 Uhr. Das ist diese Woche Freitag, sprich genau ein Tag nach diesen ganzen Festlichkeiten und so weiter und so fort. Um Punkt 18 Uhr, LTP Live fällt leider aus. Schade drum, hätte es gern gesehen. Dafür machen wir an der Stelle halt unser Tower to Babel Testlauf Community Projekt. Die Server-IP lautet 195.89.159.219 Doppelpunkt 25565. Fragt mich nicht, warum die so lang ist. Aber es steht auch nochmal alles in der Videobeschreibung, falls jemand hier mit dieser Schriftart nicht zurechtkommt. Also am Freitag um 18 Uhr, Server-IP, steht alles auch nochmal in der Videobeschreibung. So, und zu den weiteren Informationen. Erstmal, es wird Minecraft 1.7.4 benötigt. Ist meines Erachtens nach die aktuellste Minecraft-Version. Diese wird auch benötigt, um auf den Server zu kommen. Es soll bitte nochmal beachtet werden, dies ist erstmal nur ein Testlauf. Sprich, wir spielen zwar richtig zusammen und so weiter und so fort. Allerdings will ich sehen, wie das funktioniert, wie es nicht funktioniert, was man verbessern könnte, etc. Bis es dann im nächsten Jahr, wenn möglichst schon im Januar, dann mal richtig losgeht über Livestream mit Moderator und so weiter und so fort. Das ist da alles mitgeplant. Es wird kein Teamspeak benötigt, also ihr könnt euch mit eurem Team dann über Ingame-Chat unterhalten, beziehungsweise, was heißt unterhalten, euch taktisch absprechen, Anweisungen geben, etc. Anweisungen von Admins oder Spielleiter werden bitte befolgt, das sollte klar sein. Und wirklich die Bitte, keiner nimmt das auf. Es handelt sich wirklich nur um einen Testlauf. Ich will sehen, wie das Ganze funktioniert, was man daran ändern könnte. Es wird Viva XSplit, wenn euch das was sagt, das ist eine Streaming-Software, wird das Ganze aufgenommen, um das später dann im Team intern zu analysieren, wie das besser und so weiter gemacht werden kann. Aber ich habe keine Lust, dass dann eine Woche später auf YouTube dann irgendwie das gleiche Konzept, was ich da irgendwie versuche umzusetzen oder das sage, eine Woche später von irgendeinem anderen nachgemacht wird. Wir sind nicht der Erste, die mit Tower of Babel anfangen, das ist uns bewusst, aber wir wollen das anders machen als die anderen. Ja, man soll ja nicht den Einheitsbrei machen, was die anderen machen. Deswegen werde ich auch nie Minecraft Vanilla spielen. Nee. Gut, das war's mit den weiteren Informationen. Und jetzt kommen wir einfach mal. Obwohl, Anmeldung kann man ja nicht sagen. Einfach nur der Übersicht halber. Wenn ihr mit dabei seid am Freitag um 18 Uhr, dann schreibt doch in die Kommentare: Ich bin bereit! Yay. Ist absolut nicht für ein SpongeBob, oder? Ich sehe auch keinen SpongeBob im Bild. Seht ihr einen SpongeBob im Bild? Naja, egal. Also, der Übersicht selber, wenn ihr mit dabei sein wollt, schreibt in die Kommentare. Ich bin bereit. Somit können wir schon mal so grob zählen, wie viele Leute mit dran teilnehmen. Ich gehe auch von noch vielen spontanen Besuchern mit aus, also von spontanen Mitspielern. Wir versuchen das Ganze noch ein bisschen zu promoten. Ich weiß, es ist jetzt alles relativ kurzfristig, wenn man jetzt überlegt, dass heute schon Dienstag ist und am Freitag soll es losgehen. Allerdings ging es vor den Feiertagen jetzt nicht und in den Feiertagen wollten wir es jetzt nicht machen, deswegen einen Tag nach den Feiertagen, denn dann ab Samstag habe ich auch keine Zeit wieder, weil dann steht wieder Silvesterplanung an und ach, hört mir auf, das Jahr geht stressig zu Ende, aber man tut's ja für euch. So, im Endeffekt war es das mit dem Informationsvideo, was das Tower of Babel Mega Community Projekt angeht. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns dementsprechend im nächsten Video irgendwann wieder. Bis dann, ciao!